war ja wieder klar. Tut mir leid. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt lauf bloß nicht wieder weg. Das kannst du richtig gut. Aber es war nicht meine Schuld. Du weißt, dass ich... Ich hab dir das schon so oft gesagt. Aber du scheinst nicht einmal zuzuhören. Du weißt, dass sowas immer wieder passieren kann. Ich kann da gar nichts dafür. Vielleicht hättest du dich einfach mal ein paar Monate lang schonen müssen. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit dir darüber zu reden. Genauso gut könntest du auch gleich einen Marathon laufen oder irgendwas anderes. Du hast keine Ahnung. Ja, klar. Davonlaufen. Luisa? Simon, vom Jungscherlager in Dorf an der Enns. Du hast doch damals mein Fahrrad. Ja, stimmt. Im See versenkt. Genau. Und ich bin fast ertrunken beim Versuch, es rauszuholen. Naja, so tief war jetzt auch wieder nicht. Nee. Und du, wie geht's dir? Wohnst du noch hier? Ja, seit 2 Jahren. Sag mal, gehst du irgendwo hin? Nein, ich war noch auf der Bank. Okay, cool. Also, wenn du nichts zu tun hast, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Ja, ich hätte Zeit. Voll stark. Kennst du das Lücke? Oh, Lücke ist gut, hm? Hast du denn noch Kontakt zu jemandem von damals? Danke. Weißt du noch, als wir uns diese eine Nacht rausgeschlichen haben, um in diese eine Bar zu gehen? Da, wo sie mittwochs immer Live-Musik hatten? Ja, genau. Ja, ich hab mich jetzt selbstständig gemacht und bin Inhaber von einer ganz ähnlichen kleinen Bar. Das passt zu dir. Ja. Und bei dir? Du hattest doch immer so ganz konkrete Vorstellungen von wegen Mann, Hund, Haus, Kind. Ist alles okay? Entschuldigung, habe ich was Falsches gesagt? Nein. Pläne ändern sich. Und bei dir bist du noch mit der einen zusammen, die blonde Langhaarige. Ach
Jana. Ja. Nee, Quatsch, das ist ja schon ewig her. Das war nur ganz kurz. Naja, bei dir ist das bestimmt ganz anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich von deinen Plänen nichts erfüllt hat. Ja, auf jeden Fall fand ich es total nett, dass wir das hier gemacht haben.